Okay, im nächsten Level von Quake. Ich habe einen Fiend gesehen, aber ich habe auch das hier gesehen, das Leben und auch ein bisschen Schrotflintmunition, aber ich möchte jetzt eigentlich ein bisschen den Granatwerfer benutzen, weil da echt sehr viel Munition vorhanden ist für gerade. 87 Gegner jetzt. Scheinen mehr Gegner wohl langsam der Trend zu werden. Was haben wir denn hier für ein schön großes Ding? Leider kein Secret. Auch leider kein Secret. Naja. Fünf Stück haben wir da wieder. Also nicht wenig. Okay, den mal jetzt damit weg. Oh, wir haben ja ganz schön viel Schrotflintmunition. Man hatte im Allgemeinen immer viel Munition. Also an sich ganz okay. Oh, verdammt. Ich meine, gut, Schaden kriegen, während man sowieso noch dieses flüchtige Leben hat, sage ich jetzt mal, welches sowieso runterläuft, finde ich es gar nicht so schlimm, solange ich keinen Schaden kriege, wenn ich 100 Leben habe, nur noch, also nur noch. Ich meine, gut, Schaden kriegen ist ja fast unvermeidbar, denke ich. Man wird hin und wieder Schaden kriegen. Aber logischerweise ist es nicht ganz so schlimm, wenn es Leben abzieht, welches sowieso verschwindet. Auch wenn man natürlich deshalb trotzdem sich nicht treffen lassen sollte. Ja, allein schon aus dem Grund. Noch das ganze Extra-Leben, welches mir jetzt gefehlt hat. Das hätte mir jetzt natürlich gut helfen können. Okay, hier haben wir einen Death Knight. Oh nein, einen Shambler. Ich hasse Shambler. Und sie hassen auch mich, denke ich. Alter Vater, ist das knapp. Nein! Ich hasse euch. Hab ich eigentlich schon gespeichert? Nee, hab ich nicht. Verdammt! Wenn ich halt nochmal schnell rein. Komm, komm, komm. Dreck, Dreck, dummer Schämbler. Ich hasse sie so sehr. Ich glaub sogar noch mehr, als ich euch hasse, ihr dummen Fiends. Weil ihr sterbt wenigstens vergleichsweise schnell. Eigentlich auch nicht schnell genug. Aber verglichen mit so einem Shambler, oh Mann. Verglichen mit einem Shambler seid ihr beinahe schon erträgliche kleinen Fiends. Okay, dann holen wir uns hier die Sachen nochmal. Ich müsste mal ausmachen, dass meine Waffe automatisch wechselt. Oh, you found a healing pool. Ach so, ich habe die ganze Healing Power weggenommen. Das ist natürlich sehr schade. Das lief auch im Allgemeinen gerade nicht so gut gegen die ganzen Knights. Vor allem, wenn sie sich in dieser Dunkelheit verstecken und einen überraschen. Na? Nicht über die Granaten springen, bitte. Sehr schön. Gegen die Fiends komme ich so langsam an, würde ich sagen. Relativ souverän. Relativ. Aber so einen Shambler ruiniert mir immer noch so in etwa alles. Hauptsächlich natürlich mein Lebensstatus. Okay, das war jetzt natürlich nicht so gut. Dieses Level ist nicht einfach, muss ich merken. Es ist definitiv um einiges schwieriger als das letzte. Um einiges sogar. Heieiei, also richtig viel. Und warte mal, der Knight hier, der darf sterben. So, dann haben wir hier noch einen Scrag. Hey, Scrag. War da nicht noch irgendwo ein anderes Greg? Ja. Da dreht er seine Kreise in der Luft. Ich nehme mal an, dass er drei Kreise hier, dass er seine Kreise drehen wollte, aber gut. Kann ich natürlich nicht auswendig wissen. Ich habe ihn jetzt nicht beobachtet.
Ja gut, wenn die genau vor mir sind, sollte ich keine Granaten benutzen. Na, sehr schön. Hier waren doch noch mehr Fiends. Ja. Und sozial wie sie sind, sind sie auch extra in der Dunkelheit, dass ich sie extra schlecht sehe. Und mit sozial wie sie sind, meine ich natürlich, dass sie das nicht sind. Aber es passt ja zu ihnen. Es sind blöde Gegner. Mit blödem Verhalten. Aber sie sind tot. Und darauf bin ich relativ stolz. Denn ein Fiend weniger bedeutet immer, die Welt ist ein Stückchen besser geworden. So, dieses Level... Oh nein, kein Shambler, ich hasse euch. Ich habe auch noch keine Ahnung, was ich an sich gegen euch machen soll, außer mich hinter Wänden zu verstecken. Aber ihr habt auch keine Schmerzen von der Doppelläufigen, auf jeden Fall nicht regelmäßig. Das ist schade. Und das ist jetzt aber auch ein bisschen ein weiträumigeres Level. Oh man, sind da diese Fische. Hier einfach schnell alle wegmachen. Die können ja glücklicherweise absolut nichts. Nur merken, dass man logischerweise auch Luft holen muss. Sehr schön. Vielleicht sollte ich mal die Nagelpistole benutzen. Oh Mann. Ich sage Luft holen nicht vergessen und vergesse es. Ja. Der bleibt hoffentlich da oben auf der Plattform. Das Greg bleibt hoffentlich weiterhin unfähig, mich zu treffen. Das ist gut. Das ist an sich ganz gut. So, mal schauen, was haben wir denn hier Schönes? Ah. Die Waffe ist natürlich immer gut, wenn man die besitzt. Oh Mann, da ist ja noch einer. Die würde mir auch gegen so einen Schambler gut helfen. Das ist okay. Es ist definitiv okay, diese Waffe zu besitzen. Jetzt sollte ich mal überhaupt einen Plan von diesem Level bekommen. Ich mache hier erstmal ein Save. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal neu anfangen zu müssen. Sollte ich nochmal sterben. Weil dieses Level ist schon ein wenig größer und zumindest kommt es mir ja gerade so vor. Und ich kann irgendwie in viele verschiedene Richtungen gehen und alles. Und mit meinem Orientierungssinn und ohne Map ist das dann natürlich speziell witzig. Jetzt muss ich erst einmal mich um die ganzen Typen hier kümmern. Ist das hier Fiend City oder was ist hier los? Wenigstens endlich mal wieder eine Rüstung. Ich verliere mein Leben so schnell. Na komm. Normaler Raketenwerfer wäre nicht schlecht. Weil, ich meine, ich mag zwar den Granatwerfer hier im Allgemeinen, gegen die meisten Gegner sogar mehr. Sag ich jetzt mal. Aber gegen Fiends ist der nicht ganz so gut, weil die halt gerne über diese Granaten springen. Und das nicht so cool, weil dann trifft man die Gegner nicht. Ja. Und das war natürlich jetzt im Allgemeinen einfach nur behindert. Sehr schön, jetzt ist er tot. Ich sag mal, auch gegen so einen Schambler, der unter mir ist, ist so ein Granatwerfer gar nicht so schlecht. Muss ich eigentlich vielleicht auch gar nicht
Da muss ich mich gar nicht zeigen, wenn ich Glück habe. Jetzt wollte ich eigentlich dagegen schießen und hoffen, dass ich die dadurch dann treffe. Na, ich will eigentlich ganz genau gegen die Ecke schießen. Dass das genau hier nämlich... Oh, verdammt. Ja, die sind nicht so blöd, wie sie aussehen. Und blöd aussehen tun sie. Ich meine, guckt euch die Dinger doch mal an. Wenn das nicht die Definition von blöd aussehen ist, dann weiß ich nicht. Egal. Die müssen trotzdem mal endlich sterben. Die halten so viel aus, ne? Ich guck mal, ob ich hier auf Augenhöhe gehen kann irgendwie. Na, so wird das hier nichts mit dem Töten. Oh, noch Fienza. Super, und jetzt ist er da oben. Ah, von da hinten trifft er mich aber vielleicht nicht. Ach, jetzt kommt hier noch ein Skrig. Jetzt kommen alle Gegner der Welt. Endlich ist er... Ist der eine tot und dann... Oh. Alter, das war definitiv stressig. Was geht hier eigentlich ab in dem Level? Das ist sehr übel. Ich hoffe, ich habe irgendwas getroffen. Irgendwas Fiendmäßiges. Und da ist ja noch einer. Das waren drei. Ich dachte zuerst, es waren nur zwei. Oh Mann. Super. Jetzt bleibe ich auch noch an der Wand hängen. Und jetzt habe ich auch nicht gespeichert. Ja, cool. Ach Mann, ich hasse euch Schambler so sehr. Ich bin so ein Idiot. Nein. Ich meine, eigentlich bin ich nur ungeduldig. Ja, es kommt aber im Großen und Ganzen läuft es auf selbe hinaus, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob es ihn überhaupt noch trifft. Es ist mir auch egal. Ich will ihn nur tot sehen. Ich will ihn so tot sehen, aber es wird nicht einfach. Es liegt einfach daran, dass die da unten so behindert rumlaufen. Wenn sie wenigstens an irgendeiner Stelle stehen bleiben würden, wo ich sie zuverlässig treffen kann. Scheiß Schambler, sag ich dazu nur. Es waren die endlich tot, die zwei, und dann war da noch so ein behinderter Dritter. So unnötig, dass der da war. So verdammt unnötig. Also jetzt ist da und jetzt kommt da noch einer, ey. Wenigstens trifft er mich da noch nicht. Oh. Jetzt habe ich den überhaupt getroffen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt bin ich tot. Wenn er jetzt seinen Strom macht... okay, wenn der jetzt seinen Strom macht, reicht auch an. Ich lebe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich lebe. Ich habe die Nagelpistole, die bessere, vergessen. Na, egal, ich lebe. Es ist gerade alles okay, weil ich lebe. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum ich lebe. Fakt ist, hier ist noch irgendwo der Schambler. Der Schambler am Schambeln. Die Frage ist, wohin ist er jetzt geschambelt? Wohin ist der Schambler geschambelt? Ich weiß es nicht. Also entweder hat er sich umentschieden und ist zum Todesritter mutiert. Was ich nicht glaube, dass das möglich ist. Oder er ist weg. Womit ich... Ah, ich wäre eigentlich sogar relativ einverstanden damit. Wäre einfach weg. Okay, damit bin ich auch einverstanden. Das ist ein blöde, dumme Viech. So. Nun muss ich ihn jetzt hier wieder hoch. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Ein Death Knight. Ein, Deffer, Death Knight, irgendwie sowas. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Den habe ich ja ganz vergessen. Der funktioniert ja jetzt noch. Das ist sehr schön. Hier haben wir sonst auch nichts mehr, oder?
Hier war nichts mehr, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir haben erst ein Secret. Ich weiß nicht einmal mehr, welches das war. Ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her, muss man sagen. So, sind hier noch Schämpler? Eigentlich eine blöde Frage. Weil Schämpler sind immer irgendwo, wenn ich sie am wenigsten gebrauchen kann. Warte mal, ich kann sie immer am wenigsten gebrauchen. Das war deshalb eine Fangfrage, tatsächlich. Was wurde rein teleportiert? Es wurde was rein teleportiert. Oh, ein Schämbler. Ich gehe woanders hin, ganz einfach. Das Spiel geht nämlich auch so zu spielen. Und geht nämlich einfach. Was machen sie dann? Oh, sie schämbeln einfach mit. Mann, was ist denn ein Schämbler eigentlich? Ich habe vergessen zu googeln, was Schämbel oder to shamble oder was auch immer das sein soll. Was das überhaupt bedeuten soll. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ich habe das Wort noch nie gehört. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn es irgendwie sowas wie Nervensäge bedeutet, denn diese Gegner wissen, wie man nervt. Ich bin auf so eine einfache Falle reingefallen, dass ich zugeben muss, ich habe es gerade verdient zu sterben. Da ist eine Rüstung, ich renne hin wie ein Volltrottel und verrecke. Verdient. Wirklich verdient. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Bin auf den ältesten Trick reingefallen. Und zwar, wie der erste Gamer oder so ähnlich. Ach, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Wie gesagt, dafür gibt es keine Entschuldigung. Sehr schön, der ist tot. Schon witzig, dass ich jetzt gerade mal 58 Gegner gekillt habe. Also, wenn man überlegt, im letzten Level waren es 105 Gegner. Jetzt habe ich etwas mehr als die Hälfte von diesen 105 praktisch getötet, sozusagen. Aber ich glaube, ich habe dafür schon mehr Zeit gebraucht. Wie für die ganzen 105 im letzten Level. Oh ja, cool. Was ist denn hier? Oh, Quad Damage, das bringt mir jetzt nicht mehr so viel zugegeben. Außer da ist noch ein Schämbler. Aber der schämbelt jetzt eh irgendwo woanders. Das bringt mir halt sowas von überhaupt nichts, wenn da Quad Damage liegt. Aber keine Gegner da sind. No. Blöde Plattform, bleib bitte da. Dankeschön, Dankeschön. Oh cool, und Verwundbarkeit. Ja. Also hier ist ein Loch und hier ist ein Teleporter. Okay, ich muss was versuchen. Ja, super. Ich dachte schon fast, wie als müsste man die Granate da platzieren irgendwie. Und dann sich da hoch. Aha. Jetzt bin ich unsichtbar. Was wollt ihr tun? Ich weiß schon mal, was ihr nicht mehr tun wollt. Und zwar mich sehen. Aua, Schämbler. Und er sieht mich trotzdem. Ich bin unsichtbar. Hör auf, mich zu sehen. Es ist ihm egal. Es ist ihm sowas von fett egal gewesen. Aber er ist tot. Das ist das Einzige, was zählt gerade. Ich weiß gar nicht mal, wo ich bin.
Ich weiß nur eins, dieses Level ist sehr, sehr verwirrend. Es ist groß und verwirrend. Was noch verwirrender wird... Ach so, hier ist es. Ist das hier das Exit? Nee, warte, das ist der Anfang. Ja. Das Level ist verwirrend genug, dass ich zum Anfang zurückrenne und ihn für das Exit halte. Sehr schön. Wenigstens funktioniert der heilende Teich. Wohin muss ich ihn jetzt eigentlich? Ich war hier nur am Töten von irgendwelchen Fiends, Schamblern und Death Knights. Hier war noch kein einziger normaler Gegner, so ein normaler Soldat. Ah, hier. Wenigstens wieder ein paar Gegner. Es hätten coolere Gegner sein können. So irgendwelche, wo ich mich gefreut hätte, die zu sehen. Ich meine, gut, man muss so fair sein und sagen, dass ich mich schon auch ein bisschen freue, Fiends zu sehen. Also, weil ich weiß, irgendwann habe ich sie getötet und kann ihre Leichen anstarren. Dann weiß ich, es gibt weniger Fiends auf der Welt. Und ich habe wieder meinen Teil dazu beigetragen, die Welt besser zu machen. Weniger Fiends. Ich meine, so könnte man auch zum Beispiel diese Schämblerleiche positiv betrachten. Da kann niemandem mehr was tun, keine Blitze mehr schleudern. Das ist eine gute Sache, warte mal. Kann man hier irgendwie auf das Ding schießen? Das, man kann, das bringt nur nichts. Auf jeden Fall ist da unten irgendwas. Ist vielleicht hier in den Lichtern was? Nee. Das macht auch nichts, oder? Oder? Habe ich gerade mir was eingebildet oder habe ich da gerade was gehört? Ich weiß es nicht. Hier waren wir jetzt auch schon öfters. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss tatsächlich. Ich meine, es ist nicht so groß, das... Ich meine, nicht so groß. Ich meine, es ist verglichen mit manchen Doom-Maps zum Beispiel, die ich schon gespielt habe, noch überschaubarer und man kommt schnell rum und kann sich auch schnell durchbewegen. Warte mal, wir waren doch auf der einen Seite. Das weiß ich nur nicht. Ich glaube, das war dieselbe Seite nochmal. Ach, cool. Ich weiß nicht, von wo du jetzt gerade reingekommen bist. Irgendwie gespawnt hinter mir wahrscheinlich. Fairerweise natürlich so, dass ich absolut überhaupt keine Chance... Ach, ah, okay. Okay. Ist natürlich schwer in Ordnung, wenn ihr sowas macht. Habe ich natürlich absolut kein Problem mit, weil es so natürlich sehr fair ist. Wenn ihr einfach hinter mir auftaucht und ich dementsprechend viel machen kann, wenn ihr einfach rein teleportiert, ohne Vorwarnung und einfach direkt auf mich springt und 100 Leben ganz schnell zu Null machen könnt, ja, dann freut mich das natürlich sehr stark. Jetzt sind diese Fiends wieder am Leben. Sehr schön. Das hier holen wir uns mit. Dann laufen wir weiter. Ja, das ist schon wieder der Anfang. Ich komme immer wieder am Anfang raus. Jetzt renne ich da mal nochmal lang. Ich will jetzt mal wissen, wie... Okay, ich weiß eigentlich, wo ich hin muss, mehr oder weniger. Ich muss nur noch den Weg nochmal finden, um da hinzukommen. Oh. Ach stimmt, hier war ich ja auch mal. Das ist ja interessant. Das habe ich ja komplett vergessen. Ach, das ist sogar das Exit, ja krass. Trotzdem gab es noch diese eine Stelle, die ich jetzt noch bewältigen möchte. Auch wenn es natürlich nervig ist, weil... Da viele Fiends sein werden, sehr viele sogar.
Dafür war aber original eigentlich der Quad-Damage da. Das Blöde ist, ich habe den natürlich total für was anderes verbraucht. Ah. Aber ich möchte sowieso auch mal ganz kurz noch. Ach so, man kommt nur hier. Ah, okay, dann macht es Sinn, I guess. Ja, es ist halt absolut Bullshit, dass der direkt auf mich springen kann. Warte mal, am besten. Ja, ich wusste, da ist noch irgendwo ein Fiend. Ich wusste nicht, wo der ist. Ach, das hat Schaden gemacht. Ach so. Ja, dann. Ja, dann macht es ja Sinn. Aber da kann man nicht zufälligerweise dafür sorgen, dass der hier zerquetscht wird. Nee. Ich speichere jetzt einfach. Oh. Na gut, ich habe ja gespeichert. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lame so, aber ich habe auf das Level absolut keine Lust mehr. Es war jetzt nervig genug. Ich will jetzt eigentlich nur noch kurz ein paar der letzten Gegner töten. Ich habe gerade mal 76 Gegner gekillt. Es fühlt sich einfach an, wie als wäre es die doppelte Menge gewesen. Nicht mehr normal. Aber ich weiß jetzt auch schon wieder nicht, wo ich lang muss. Ich kann mir mal hier noch ein bisschen Leben holen. Ah, ich dachte gerade, das sieht sehr anders aus. Was haben wir denn hier noch? Ach so, nee, da kommt man nur immer wieder mal raus, wenn ich da wieder von der anderen Seite kommen will. Kein Problem, kein Problem. So, mal schauen. Aber eigentlich könnte ich. Ach, egal. Habe jetzt keine Lust mehr. Ich könnte eigentlich noch zu dem Heilen gehen, zu dem hier Heilteich, aber. Nee, nee. Ich bin fertig mit dem Level fürs Erste. Ja, ich sag fürs Erste. Mit Absicht, denn ich muss ja noch Secrets finden. Das wird ein Spaß, aber jetzt sind ja die meisten Gegner wenigstens tot. Vielleicht laufe ich denen ja noch über den Weg. Den letzten 11. Aber gut, dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Okay, Secret Site. Man erinnert sich ja bestimmt hier. Hier ist unter anderem auch der Heilteich. Man kann das hier anschießen. Dann kommt hier der Fiend raus. Den macht man ganz kurz weg. Keine Probleme. Hier hat man dann das Secret. Und hier in der Nähe ist auch direkt das andere Secret. Und zwar kann man hier unter diesen Lift und sich das hier holen. Und hier dann auch wieder raus. Und dann hat man hier in dem Level alle Secrets. Keine Ahnung, wo die Gegner noch sind. Mir aber auch egal.